meine lieben Puschels, das hier ist mein Video zur ersten Challenge des Nyx Face Awards Germany zum Thema Magie und Zauberwesen. Ich habe hier eine zaubertränkebraune Hexe kreiert. Wie ich das Face Painting gemalt habe, sowie die Accessoires und den leuchtenden Kopfschmuck selbst gebastelt habe, das zeige ich euch jetzt hier im Video. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das Ganze und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Fangen wir mal mit dem Kopfschmuck an. Für das Grundgerüst habe ich ein Drahtgitter, Alufolie, Heißklebepistole, Stoff und einen Seitenschneider benutzt. Da das Drahtgitter nach dem Schneiden sehr scharfe Kanten hat, sollte man unbedingt Handschuhe zum Verarbeiten benutzen. Unbedingt auch Geduld und Kraft mitbringen, denn das Drahtgitter lässt sich nur sehr schwer in die gewünschte Form biegen. Allerdings lohnt sich der ganze Aufwand, denn dafür ist der Kopfschmuck später sehr leicht und stabil. Die einzelnen Hörner nähe ich quasi aneinander mit einem Drahtseil. Aufbauen kann man das ganze Gerüst am besten auf einem Styroporkopf, da man den Kopfschmuck so am besten ausbalancieren kann und es allgemein den ganzen Bastelprozess vereinfacht. Da das Drahtgrundgerüst noch überall sehr scharfe Kanten hat, wickele ich es komplett mit Alufolie ein. So kann man das Ganze noch mehr in die gewünschte Form bringen und sich vor allem nicht mehr dran verletzen. Um das Ganze zu befestigen und zu stabilisieren, klebe ich an ein paar Stellen noch etwas Panzertape drum. Um den Stoff dann zu befestigen, wickele ich zuerst das gesamte Grundgerüst mit doppelseitigem Klebeband ein, um danach dann den Stoff in Bänder geschnitten, um die Hörner darauf zu kleben. An den Endstücken kann man das Ganze dann noch mit Heißklebe befestigen. Da ich ja ein Tierfreund bin, musste für den Kopfschmuck natürlich keine echte Katze sterben, denn der Schädel ist am PC entworfen und wurde dann mit unserem 3D-Drucker ausgedruckt. Das Material ist übrigens Polylactic Acid und somit biologisch abbaubares Material. In den Schädel habe ich dann mehrere Löcher gebohrt und die grün leuchtenden LEDs reingesteckt, so dass er dann am Ende schön hellgrün geleuchtet hat. Mit Heißkleber habe ich dann die Drähte befestigt und Glitzersteine auf ihn geklebt, um den Schädel dann auch wieder mit Heißkleber am Kopfschmuck zu befestigen. Zur Dekoration für das Oberteil und den Kopfschmuck habe ich mir mit Silikonformen aus dickflüssigem Latex ein paar Schnörkel gegossen, die ich dann einfach mit Nagellack angemalt habe. Und dann ging das kreative Verzieren los. Dazu habe ich verschiedene Perlen, Glitzersteine, Federn, Bänder, die gegossenen Latexschnörkel und alles Mögliche aus meinem Fundus aufgeklebt. Und hier dann der fertige Kopfschmuck. Im Hellen und im Dunkeln. Kommen wir zu den Hexenaccessoires. Dazu habe ich alte Bücher, eine Kiste und Fläschchen beklebt und bemalt. Zum Färben der Zaubertränke habe ich verschiedenfarbige Metallic Body Painting Farben in Wasser gemischt und dann mit einem Trichter in die Fläschchen gefüllt. Dann habe ich die einzelnen Glasfläschchen mit verschiedenen Bändern, Ästen, Perlen und Federn verziert, so dass ich am Ende ein kleines Zaubertrank-Sortiment hatte. Kommen wir zum Hexenkessel. Dazu habe ich in eine alte Schale zuerst ein kleines Loch gebohrt und dann ein Plastikröhrchen mit Heißklebe darin befestigt, welches später mit einer Luftpumpe verbunden wird, um das Ganze zum Brodeln zu bringen. Dann wieder Metallicfarbe ins Wasser gemischt und mit einem wasserdichten LED-Licht das Ganze zum Leuchten gebracht. So, dann kommen wir mal zum Facepainting. Mit den NYX Liplinern habe ich zuerst die Grundrisse vorgezeichnet. Eine Kristallkugel, die gleichzeitig auch einen Vollmond symbolisiert, da sie von den ab- und zunehmenden Halbmonden umrandet wird. Mit dem NYX TVC Timer Stift habe ich dann die dickeren Linien nachgezogen. Die Farben des Amethystkristalls habe ich mir aus den NYX Lip Screens gemischt. Als das Grundgerüst des Motivs fertig war, habe ich mir als Hintergrund mit Metallic Bodypainting Farbe eine grüne Haut verpasst. Im Gesicht habe ich die Vorzeichnung mit dem NYX Stift gemalt und noch ein paar Details am Hals hinzugefügt.
zu verhindern, dass die fertige Schminke verschmiert wird, habe ich vor dem weiteren Bemalen der Augen die Kontaktlinsen eingesetzt. Danach wird auch der Rest des Gesichts grün bemalt. Dann wieder ein paar Details mit dem NYX TVC-Timer-Stift und mit schwarzen Lidschatten der NYX Pop-Palette schattiert. Mit den grünen Pigmenten von NYX habe ich dem gesamten Facepainting überall noch schimmernde Highlights verliehen. Zum Schluss durften natürlich die passenden Wicked Lashes von NYX und die Perücke nicht fehlen. Damit ist der Look der Zaubertrank braunenden Waldhexe fertig und ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr dem Tutorial gut folgen könntet und wie euch der gesamte Look gefallen hat. Das erste Thema des NYX Face Awards war Magie und Zauberwesen und ich hoffe natürlich, dass euch meine Umsetzung zu dem Thema gefallen hat. Wie viele es sicher schon mitbekommen haben, bin ich unter die Top 20 des NYX Face Awards gekommen und jetzt geht es mit diesem Video hier darum, es auch in die Top 10 zu schaffen. Auf faceawards.de könnt ihr euch alle Kandidaten der Top 20 angucken und für euren Favoriten stimmen. Kleiner Reminder, nächsten Mittwoch gibt es wieder ein Video mit der lieben Kupferfuchs. Sonntag kommt endlich wieder ein neues Respect Nature Video online. Und bis zum 12. Mai könnt ihr noch für den Webvideopreis abstimmen. Und damit sage ich auch schon wieder Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.